So, meine Freunde, ja, es ist Zeit für Part Nummer 11 von Pokémon Omega Rubin Edition. Wir sind hier auf, ich habe keine Ahnung, welche Route das ist, können wir ja gerade mal nachchecken. Warte, das ist wahrscheinlich hier Küstenradweg. Da steht Route 110, da sind wir. Und wir haben direkt mal ein wildes Pokémon, auch ein Voltorbball, wie ich schätze. Ja, das sieht aus wie ein Volver, Level 13, Typ Elektro und schwer explosiv. Ja, das Team, ich habe alle auf Level 19, weil ich dann keine Lust mehr hatte, ehrlich gesagt privat, weil es macht einfach mehr Spaß, wenn ich das mit euch mache. Und dann noch, der Runic ist auf Level 15 geblieben, kann ich euch gerade mal zeigen. Und die gute Maggie hat sich im letzten Part entwickelt. Auch ziemlich chillig, kann man eigentlich schon gut mit leben, ne? Und ja, der Raub. Der Raub ist immer die erste Attacke, die ich momentan einsetze, einfach weil es sein kann, wie man ja schon gesehen hat, dass die Pokémon ja einfach mal ein paar Items tragen. Und wenn das so ist, sage ich natürlich nicht nein und nehme das liebend gerne an. Gut, damit haben wir das auch geschafft. Ein paar Punkte noch dazu, für den Rest auch noch. Der EP-Teiler ist schon ziemlich praktisch hier. Und deshalb rennen wir jetzt nochmal schnell zurück nach... Ne, Minun, habe ich keine Lust drauf. Ist zwar ein Akku, aber... Also könnte ein Akku haben, aber... Ne. Tue ich mir jetzt nicht so unbedingt an, von daher. Gut, ne, gut, dann gehen wir jetzt ins Pokémon Center heilen und klitzekleine kurze Schnelle auf. Hallo, Trainer. Gut, wir haben momentan dank dem Cosplay Pikachu auch noch einen Kampftypen dabei, was ziemlich praktisch ist. Mit der Attacke Flying Press. Auch ziemlich, wobei, ob der Kampftyp dabei ist, weiß ich gar nicht. Wäre halt von Vorteil, wenn da der Step auf die Attacke noch dazu kommt, ne? Du hast, nein, ist es nicht. Okay. Dann bekommt es immer nur die Attacken ohne den Step. Schade, schade. Auf jeden Fall ein ja, mehr oder weniger Scheißwesen. Dadurch, dass es nur den Elektro-Typ hat, ist es nur gegen Bodenattacken anfällig. Und außer Erdkräfte, Lehmschelle vielleicht auch noch, weil die benutze ich gerne, ist keine Bodenattacke speziell. Warte, ich will erstmal nachschauen, was hier, was wir haben. Ja, immer den da. So. Dann gebe ich die Flinkklaue an Maggie, dass sie schneller angreift. Sonst habe ich nichts Wildes. Gut. Wobei, Akku, ne. Neun Supertränke zählen. Das davon haben wir genug. Okay. Protein, Zink, Aufwecker, AP+. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, haben wir. Ah, ich gucke trotzdem an. Wobei, Pokebälle haben wir. Pokebälle genug. Es gibt ja immer so viele schöne Pokémon, die wir fangen wollen. Wir haben 15, 17. Gut, wir schauen einfach mal nach, was die uns hier anbieten und dann nehmen wir oder nicht, je nachdem, wie wir Lust haben. Die bieten Hypertränke an in Grabbitport City. Wir haben nicht genug Geld. Uiuiui, gut. Dann brauchen wir von hier anscheinend doch nicht. Ich guck mal, was die Nachrichten so sagen. Hier sind die Nachrichten aus Hön oder Huen mit einer Einmeldung. So überrascht uns eine Mitteilung, wonach der Vorfall im Ozeanmuseum, bei dem sich eine mysteriöse Gruppe mit Gewalt... Okay, das interessiert uns nicht. Ja, Minun, schön für dich. Wow. Von hier aus geht es gerade weiter. Unser Ziel ist der Schlottberg hinter Route 110. Das heißt, wir müssen uns auf eine Langreise einstellen. Es kann sich nicht schaden, mal im Prozess hier eine kleine Raste zu legen. Das liegt ohnehin auf dem Weg. Einverstanden. Sir, ja, Sir. Gut, anscheinend sind wir uns da ziemlich einig. Ja, hier, zeig mir Minun. Ja. Elektro. Gehen wir mal näher ran. Ja, Minun, komm schon. Ah, oh, nerv mich nicht. Irgendwo hier, ja, schön fürs Pokémon. Weiter. Gut, der nächste... Kein Signal. Schön. Der nächste Kampf ist gegen diese Dame hier. Pokéfan, soweit ich mich erinnere. Hehehe, ich wünsche, ich würde überall hingehen, um die Welt meine geliebten Pokémon zu zeigen. Okay. Okay. Wenn du das tun würdest, dann tu das liebend gerne, meine gute Frau. Erstmal ein Puzzle. Und dagegen agieren wir natürlich mit der Maggie, die irgendwie gegen alles agieren kann. Aber hey. Gut, dann gehen wir erstmal die Raubattacke. Wobei, ne, Raubattacke bringt nichts. Maggie sollte sich eigentlich kein Item geben. Das ist unvorteilhaft. Siehst du? Und dann hätten wir jetzt die Sindelbeere von dem Vieh gehabt. Ja. Und dies hätte die Attacke nicht einsetzen können. Ja, das ist natürlich. Ah. Und die Flinkklaue haut natürlich rein und boom. Was ich tun werde, ich werde die erste Attacke, die ich einsetze gegen das Reptane von Bricks, der gleich ansteht, der Kampf, werde ich als allererstes mal die Dingenskirsch einsetzen.
die Raubattacke. Aus dem einfachen Grund, damit ich sagen kann, ha, wenn du ein Item hast, gehört es nun mir. Aber dafür muss ich dann natürlich die Flinklaub von der Maggie wegnehmen. Ja, du hast auch eine Sinelbeere, wir haben es verstanden. Du bist ganz toll. Wechsel dich. Warte, wehe. Ja? Ernsthaft, und ich bekomme das... Oha! Gut, Raub. Klaue ich die Flinklaue zurück? Ja, gut. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das Item jetzt weg gewesen wäre auf ewig oder auch nicht, aber gut, jetzt habe ich sie wenigstens zurückgeklaut. Die Angeberei, nein, da steigere ich lieber meinen Angriff als den Gegner sein, um ihn dann zu verwirren. Das ist mir zu riskant, zu risky, deswegen nö. Gut, Isabelle ist besiegt. Oh, das ist aber, oh mein Gott. Gut, ne? Gut, dann kommt jetzt Standard-Trainingsweg hier nach links. Einfach noch ein paar Kämpfe machen. Das ist Butter. Aroma-Lady, Zwillinge und Poke-Fan. Sie hat ein Pokémon, er hat ein Pokémon, die Zwillinge haben zwei. Vier Pokémon, die wir jetzt noch besiegen müssen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, das sind alles nur Erinnerungen an Rubin und Saphir. Ob das wirklich stimmt, kann ich euch leider nicht sagen, da ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Oder um Jim the Chameleon, könnt ihr immer bei ihm vorbeischauen, das ist ein guter Kumpel von mir. Um ihn zu zitieren, boah, ich würde es gar nicht aushalten, so neugierig wäre ich, dass du Let's Playen. Ich würde das zuerst mal direkt durchzocken. Aber Blight macht es einfach mehr Spaß, Großer. Merkt ihr das? Tanela reicht Level 20. Du besiegst Margareta, Romani. Du hast dich nicht von meinem Duft ablenken lassen. Nein. Nein, nein, nein. Hey, Tanela entwickelt sich. Dum, 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 dum. So ist das doch schön. Und da kommt das Metang. Mit dem Hammerhahn. Dein Hebel wurde zum Metang. Sehr schön. Unser Event Metang. Konfusion. Nein, wir bleiben physisch mit Senkopfstoß. Metallklaue. Warte, Metallklaue. Eisenschädel macht mehr Schaden und schreckt zurück. Da. Wobei, brauchst. Ja, die Eisenabwehr ist ziemlich praktisch. Zurückhaltung auch erstmal gut. Metallklaue nicht erlernen. Gut. Damit ist das dann noch geschafft. Gut, die Zerschneiderattacke muss ich meinem Zickzack sowieso mal beibringen. Der Käfertrutz, stimmt, den haben wir auch schon erhalten. Gut, Zerschneider auf Runik. Und ja, bitte. Ja, mach mal. Ja. Dafür geht der Rutenschlag weg. Gut, das war's dann auch schon. Damit haben wir den Zerschneider erlernt. Mit dem werden wir dann gleich die Büsche da oben zerstören und vorangehen. Oh ja, oh meine Schwester und dies und das und oh, Schabalabading-Dong. Gut, Zwinge, Nora und Hio. Plusl und Minon. Die aber auch nicht unbedingt lange überleben sollten. Maggie und Resignation. Einmal der Feuerzahn. Wobei, nein. Die Raubattacke sollte theoretisch mehr Schaden machen, aus dem einfachen Grund, dass die Step bekommt. Gut, Maggie setzt Raub ein. Und sie reicht mit dem Critical, um das Minon zu besiegen. Sehr schön. Und die Maggie soll... Ja, Level 21 für den guten Resignation. Der sollte eigentlich mit einem Lebensschuss das gegnerische Plusl auch besiegen. Der Runic ist Level 17. Das heißt, wir haben bald mit dem Runic eine Weiterentwicklung. Oh, ein Sternschauer. Der haut aber nicht so unbedingt rein. Gut, nochmal einen Lebensschuss. Boom. Der ziemlich scheiße an die Mythone. Das reicht nicht, meine Freunde. Das reicht nicht. Das ist hart, das ist hart. Gut, dann gehen wir, nein. Dann gehen wir auf den Feuerzahn. Und er geht nochmal auf die Aquaknarre. Und Hammerung! Das war's dann auch mit dem Plusl und Nora und Jo. Die beiden sind nun besiegt und wir können weiter in die Story machen. Level 21 für die gute Maggie. Was ziemlich schön ist, das erste Mal, dass ich die Story hier mit einem Magnine spiele. Ich habe noch nie Magnine benutzt, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, deswegen bin ich schon gespannt, ob mir das was hilft. Klar, ich werde auch, bis auf den Resignation, der ist auf den Start der Pokémon, werde ich jedes Pokémon irgendwie mal austauschen.
Sofern ich das brauche. Also sofern ich mal, jetzt mache ich einfach mal ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie schon 6 Pokémon habe und dann einen Tropius finde und unbedingt einen Tropius im Team haben will. Und dann sage, okay, Maggie, du warst von Anfang an dabei, kann es passieren, dass ich dich dann gegen Tropius austausche. Ja, musst du einfach mit leben können und deswegen. Gut, wir gehen erst auf die Raubattacke. Und boom! Nehmen ihm das Item natürlich nicht ab. Ja, genau. Und ges. Oh, nee. Sag mal, ist das dein Ernst? Jetzt mal ernsthaft, ist das dein Ernst? Mann, oh 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 Mann. Muss ich hier erstmal den Aufwecker einsetzen? Gut, damit sind wir wieder aufgeweckt. Duplexi. Eins. Und zwei. Maggie, hast du irgendwie Ineko verärgert oder so, dass du gerade fünf fucking Schläge in die Fresse bekommst? Jetzt mal ernsthaft, Maggie, was hast du getan? Kannst du mir das bitte sagen, was du angestellt hast? Das würde mich gerne mal interessieren. Gut, damit ist Ineko auch besiegt. Die Maggie hat sich gerecht. Ineko schlägt Maggie. Maggie flambiert, während es Ineko beißt. Und damit war es dann auch mit Pokéfan Miguel. Und wir bekommen wieder ein wenig, sehr viel Cash. Der hat uns gerade 1000 Poké-Dollars gegeben. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Gut, du gibst uns zwar die Flinklau wieder. Einfach aus Sinn halber benutzen und geben. Du bekommst dann jetzt den Trank. Damit sind wir aufgeheilt. Juhu, damit ist das geschafft. Und da ist ein Backpack. Nee, oder Angler. Was bist du? Wenn du von hier aus. Ja, okay. Gut, der kämpft auch noch. Den nehmen wir auch noch. Den Angler habe ich bei meiner. Wer gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Tour? Vergessen? Aber den nehmen wir auch noch durch. Ein Carpador von Ansgar. Haben wir nicht schon einen Ansgar gehabt? Den Ansgar, den gab es doch schon. Also die Namen hier, die waren aber nicht sehr kreativ. Pokémon Company. Gut, gehen auf die Raubattacke. Einmal. Damit war es das auch schon. Maggie erreicht ein paar Punkte, Level, kein Level ab und dann ziehst du noch ein Carpador. Gut, danach werden wir die Zerschneidebäume oben verrichten und dann gehen wir ins Haus der Freuden. Raub. Wobei, nein, nein, das Haus, das Rätselhaus, das machen wir im nächsten Part, weil sonst wird dieser Part wieder Überlänge haben und der letzte Part hat mir schon bei YouTube Probleme, der vorletzte hat mir bei YouTube schon Probleme gemacht, als ich ihn hochladen wollte. Deswegen werden wir jetzt den guten. Warte, nee, zuerst machen wir noch das und dann werden wir den Prix herausfordern. Zerschneide, ja. Und los, Tic-Tacs. Zam. Und dann hier. Und Zam. Ich guck mal gerade, ob jemand Käfertrutz erlernen kann. Das wäre nämlich ziemlich cool. Nein, leider nicht. Steifflügel Widerhall brauche ich nicht. Felsgrab, nee, Protze auch nicht. Gut. Damit sind wir uns hier einig, das geht nicht. Gut, hier muss ich da lang. Um zu zwei Bären zu kommen. Und zwar zu vier Maronenbären. Akzeptabel? Doch, akzeptabel. Und hier kann man die nicht von der Seite anquatschen. Schade. Und vier Yonago-Bären. Yonago-Bären. Weiß ich gar nicht, was die machen. Vielleicht sind sie auch nur pflanzbare Bären und dann für Bär, also für die Riegel zu nutzen. Das kann natürlich sein. Na gut, das war jetzt ein unnötiger Weg, aber hey. Wir haben ein paar Bären bekommen und ich meine, ich versuche das ja in einem 100% Run zu machen. Die Pokémon, die werde ich dann gegen Ende einfach alle fangen, weil das jetzt zu machen ist einfach zu zeitraubend. Deswegen. Oh, warte, warte, ich muss eine Sache muss ich probieren. Eine Sache, sorry, dass das jetzt die Zeit klaut, aber das muss ich probieren. Nein, das funktioniert. Oder muss ich auf dem Grasbüschel stehen? Eventuell. Nein, sie haben es hier rausgenommen. Schade. Denn in Rubin und Saphir konnte man nämlich an dieser Stelle oder allgemein im hohen Gras Zerschneider einsetzen. Und wenn man Zerschneider eingesetzt hat, wurde das Gras um einen herum nämlich weggeweht. Gut, er fängt mit einem Pfiffchen an. Pfiffchen! Gegen Maggie oder auch Magnaien. Ja, wer ist da wohl besser? Ach, stimmt. Ich wäre als warum funktioniert der Bedroher eigentlich nicht? Aber er fällt mir jetzt halt auf. Wir haben ja die Fähigkeit Rasanzen, nicht mehr die normale Fähigkeit. Ja. Und Feuerzahn haut Pfiffchen um. Sehr schön. Nummer 1 ist down. Der Rest bekommt noch Punkte. Und dann als nächstes Stolunior. Nein, wir kämpfen weiter. Die Maggie macht das. Die bereitet sich schon mal vor, um das gegnerische Pokémon wegzuhauen.
Wir haben einen Wasserstarter, er hat also Pflanzen, also Schneckmark, weil mehr Schneckmark und Reptane werden seine Pokémon anscheinend sein. Würde ich jetzt mal so schätzen. Das sind so die normalen Pokémon, die immer waren. Abgewehrt. Unschön. Der Felsgrab, der uns jetzt die Inne senken wird. Unschön, das ist unschön, meine Freunde. Gut, egal, der nächste Feuerzahn folgt direkt. Und damit ist Stalunia auch besiegt. Sehr schön. Maggie bekommt mal Punkte. Metang erreicht Level 21. Und zunächst kommt dann noch das Fritzeblitz. Gut, dann geben wir noch den Feuerzahn. Er geht auf Ruckzuckieb, da macht er uns noch ein bisschen Schaden. Und der Feuerzahn sollte. Oh, wir haben einen Critical abbekommen. Und Alter, das kann doch nicht wahr sein. Zwei verkackte Male hintereinander. Gut, der Raub hat es dann getan. Noch ein paar Erfahrungspunkte für uns. Und damit haben wir den Teenager Friede oder sowas auch schon besiegt. Gut, damit ist das geschafft. Als nächstes kommt dann ein bisschen Heil-Action. Einmal. Und zweimal. Gut, nachdem wir noch geheilt wurden, finden wir hier einen Angriffsplus. Das ist schön. Dann werden wir mit dem guten Cosplay starten. Aus dem Grund, weil ich dazu tendiere, dass der gute Brix mit Weimar starten wird. Okay, wildes Pokémon und zwar Schlupuk. Nett. Bigger, bigger. Oha, das sieht so geil aus. Aber wie das im Kampf sich verhalten wird, sehen wir erst im Kampf gegen Brixie. Das macht dann nämlich noch mehr Spaß. Gut. Nein, da war gerade ein Pokémon. Aber es ist ein Mino nur. Hey, Moisha! Wie geht's? Ich bin gerade dabei, mal für meinen Vater die Pokémon dieser Gegend zu untersuchen. Er sagt, dass es früher auf der Welt noch viel mehr Natur und viel mehr Pokémon-Arten gegeben hat. Wir wollen unser Wissen über die Pokémon der Vergangenheit weiter vertiefen. Deswegen betreiben wir Feldforschung. Auf meinem Weg hierher bin ich eine Menge Pokémon begegnet und habe viel über sie gelernt. Aber genug davon. Wenn wir schon begegnen, sollten wir auch kämpfen. Zeig mir, wie stark die Reise dich und deine Pokémon-Team gemacht hat, Moisha. Showtime! Kampf gegen Brix! Das ist der zweite Kampf gegen Brix, sofern ich mich erinnere. Und ja. Mal sehen. Oh, er fängt mit Schneckmack an. Gut, das ist unschön. Aber das sollten wir auch noch hinbekommen. Los, Cosplay! Wir gehen mal auf die Donnerwelle zuerst. Ja. Sehr schön. Einäschern. Das könnte. Okay, nicht viel. Gut, danach gehen wir auf die Flying Press. Boom! Body Slam 150! Sehr schön, es ist paralysiert. Dann nehmen wir nochmal den Elektroball, um das hier alles schön abzuverfeinern. Boom! Und damit ist Schneckmark auch besiegt, meine Freunde. So, gut. Als nächstes kommt Weimer. Da bleiben wir dann natürlich drin. Weimer kann uns eigentlich nicht wehtun. Weimer ist zwar Bulkinator. Und es gibt so ein cooles Bild. Pikachu liegt auf dem Boden, macht so ein schockiertes Gesicht und über ihm steht nur Vylord setzt Body Slam ein. Meine Freunde, wenn das passiert, rennt um euer Leben. Und zwar lange. Denn Vylord ist groß und schwer. Gut, sein Weimar ist nur Musik. Dieses Pikachu hier haut ja richtig rein, meine Freunde. Frage, können wir jedes Pikachu zu einem Cosplay-Pikachu eigentlich machen? Das würde mich interessieren. Schlammbombe. 85, 65, 55, 95. Ja gut, dann machen wir den Heuler erstmal weg. Haben wir beides. Gut, damit ist das geschafft. Und Nick, Level 18. Maggie, Level 22. Okay, setzt als nächstes Raptor in der Ble Nein, ah. Okay, wir warten, ob Cosplay besiegt wird. Gehen wir auf die Flying Press. Oh, wir sind sogar schneller. Die wird ja auch als Flugattacke gewertet. Schick. Oh, Megasauger. Und das war's dann auch mit Cosplay. Gut. Dann nehmen wir jetzt die Maggie und gehen auf unsere Taktik, die wir machen wollten.
Und zwar gehen wir erst auf den Raub und wenn er dann noch was überlebt, gehen wir auf den Feuerzahn. Trägst du ein Item? Erst, oh, es besiegt. Gut, und Item? Nein, schade. Gut, wir besiegen Brix, meine Freunde. Ha, du hast ganz schön was drauf. Danke. Okay, okay. Wann hast du denn dein Pokémon-Team so gut trainiert, Marisha? Also, wie soll ich sagen, das hat mich ganz schön überrascht. Unsere Pokémon sehen ziemlich erschöpft aus. Wir sollten sie wieder fit machen. Boom, geil, sehr schön. Und dann, und das hier schenke ich dir. Itemradar, das wollte ich haben. Ziemlich praktisch. Probier's direkt aus. Hier in der Nähe sollte was sein, ne? Ja. Gut, auf Wiedersehen. Ja, meine Freunde, das war's dann aber auch schon mit diesem Part. Im nächsten Part sehen wir uns dann im Rätselhaus wieder. Deswegen würde ich sagen, bis dann. Ciao, euer K.O.H.